So. Also, wir wollten jetzt Play drücken. Und ich weiß aber jetzt schon, wo der Zug hinfährt. Denn in den Kommentaren war ein recht wichtiger Kommentar. Was? In den Kommentaren war ein recht wichtiger Kommentar? Ja, das kann man unterschreiben. Aber es war ein recht wichtiger Hinweis. Ich drücke einfach mal Play und der sagt jetzt No Pass. Okay, stopp. Raus aus dem Ding. Züge funktionieren anders, als ich dachte. Beziehungsweise Haltestellen funktionieren an. Bin ich gerade in einen Zug reingelaufen? Das sah komisch aus. Also Haltestellen funktionieren anders, als ich dachte. Ich dachte, wir haben hier eine Haltestelle namens Home. Und da kann man von hier reinfahren und halten. Fährt runter, kommt von unten und dann hält der andere Zug. Es sind ja zwei Loks, vorne und hinten. Also wenn man von unten kommt, dann hält die hintere Lok an der Bahnstation. Und wenn man von vorne kommt, hält die vordere Lok an der Bahnstation. So dachte ich, funktioniert das. Tut's nicht. Es kommt nur darauf an, aus welcher Richtung man kommt. Und nur von da kann man dann auch an eine Bahnstation ran. Das heißt, in dem Fall hier kann man nur an Home andocken, wenn man von rechts kommt. Das heißt, wir brauchen jetzt noch eine Bahnstation. Und die heißt dann Home S, meinetwegen. Das heißt, du bist jetzt Home N. Macht das Sinn? Ja, doch, Home N. Das heißt, alle, die ich jetzt mit N hinten dran markiere, sind die, die für den oberen Kreislauf sind. Okay. Alles weg. Alles weg. Du bist eine neue leere Bahn und dich fahren wir weg von hier. Hier hast du nichts zu suchen. Dich entladen wir noch und dann ist alles gut. Stopp. Bisschen vor, stopp. So. Und du, Spieler, hast auch noch Zeug dabei. Das kannst du auch abladen. Gut. Dann fahren wir den Zug hier raus. Und wenn wir das denn später alles fertig haben, also dass wir jede Bahn neu eingestellt haben, an jeder Bahnstation zwei Bahnstationen rangebappt haben und so weiter, dann können wir die wieder einstellen, welcher Zug wohin fährt. Und dann danach können wir mit den Rail-Signals arbeiten, dass sie sich nicht hier gegenseitig die Köpfe einschlagen. Aber das dauert noch ein bisschen. So, dich fahren wir jetzt weg, damit der Zug, der oben geparkt ist, nicht irgendwie gegen dich gegendonnert. Ja, nicht den Weg blockieren, bitte. So. Okay. Dann brauche ich jetzt eine Bahnstation. Die da. Und die müssen wir jetzt taktisch so positionieren. Unter dem Strommast. Oh, das ist ein guter Hinweis. Da ist der Strommast. Da. Das heißt, theoretisch müsste der Abstand gleich groß sein. Und alles hinhauen. Okay, du bist jetzt Home S. Okay. Das heißt, wir ersetzen jetzt in der Bahn. Achso, hat gar keinen Hinweis mehr. Okay. Eigentlich müssten wir jetzt jede Bahnstation nochmal überprüfen. Und das, glaube ich, mache ich sogar. Stopp. Können wir dich irgendwie abkoppeln? Kann euch einfach einsacken. Ja, okay. Komm mal mit. Das könnte jetzt ein Fehler gewesen sein. Du da, du... Hier für Brennholz. So, und jetzt heizen wir runter. Und ich hoffe, das geht schnell genug. Ja. Ja, gib Gas, gib Gas. Miau. Speed minus 0,9. Miau. Guck mal, was wir finden, dass es so schnell wird. Minus 1,10. Müsste eigentlich schon längst entgleisen. Oder ich sehe die Bäume nur noch vorbei huschen. Oh, warte mal, hinten sind gar keine Gleise mehr, ne? Oh, da hinten sind gar keine Gleise mehr. Mal gucken, was passiert. Ich bin davon ausgegangen, dass gar nichts passiert. Dass wir einfach am Ende der Gleise stehen bleiben, alles ist gut. Aber nein,
Ich höre ein definitives Crunch-Geräusch. Ich hoffe, das war doch in der Aufnahme drin. Konnte mir bildlich vorstellen, wie die hintere Lok in die vordere Lok reincruncht. Und dann stürzt das Spiel ab. Ja, also sie haben sich Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn man entgleist. Und das ist cool. Das Crashen war natürlich nicht so toll, aber das ist okay. Wir sind also wieder am Anfang der Folge. Und ich hoffe, dass alle Grafiken richtig geladen sind. Ja. Okay. Das heißt, wir fahren dich jetzt wieder nach Hause. Wir machen keine komischen Experimente mit dir. So. So. Lassen dich entladen. Schmeiß unser Zeug hier rein. Benenn dich um nach Home. N, ja. Dann bauen wir noch eine neue Bahnstrecke hier. Stellen die dahin. Auf die Höhe, ja. Nick McCracken. Oh, sehr schön. Home S. Set Name. Und hier. Warte mal. Erz 2. Home S. Erz 2. Nein. Home S. Öl 2, Home S. Home S. Das ist jetzt zweimal Erz 2, ne? Okay, und Home. R2 Home S, R2 Home S, R2 Home S. Öl 2 Home S, R2 Home S. Ja, so müsste es okay sein. Fahr. Warum hast du noch Öl drin? Und du hast viel zu viele leere Fässer. Das heißt, der zweite Wagen wird durchgehend voll sein mit Fässern. Das ist nicht schön. Okay. Ich warte noch ganz kurz die 20 Sekunden ab. Ich guck mal, ob ich währenddessen irgendwas Produktives hier machen kann. Schienen haben wir. Warum habe ich ein Auto dabei? Kisten. Wir haben keine Eisenplatten. Jungs, könntet ihr mir bitte... Oh, no path? Warum sagst du jetzt no path? Also, weil eventuell die Bahnstrecken hier unten falsch rum sind. Also die Haltestellen. Habe ich genug Material dabei, um Haltestellen zu bauen? Nein, habe ich nicht. Also sollte ich auch gar nicht erst nach unten laufen. Okay. Wir müssen jetzt Eisenplatten bekommen, dann müssen wir Bahnstationen bauen, dann... Ach du Kacke. Eisenplatten bauen. Wir haben kein Eisen, huh? Doch, ich habe 20.000 Eisenplatten. Warum liefert mir keine Eisenplatten? Weil ihr alle beschäftigt seid, ihr komisches Zeug abzuliefern, huh? Wir brauchen so viel mehr Roboports. Könnte irgendeiner der freien Roboter... Haben wir freie Roboter? Nö, alle ausgelastet. Ja, Stahl kommen, Chips kommen. Ich glaube, ich laufe einfach. Na, jetzt kommt schon ein bisschen mehr. Und da kommen die Eisenplatten. Okay, sehr schön. Ich wollte schon sagen, ich glaube, ich werde mich dazu herabbemühen und selber das aus der Kiste holen. Aber das geht jetzt ja. Also, eins, zwei, bauen wir mal drei Stück davon. Ich hätte trotzdem gerne mehr Eisenplatten für etwaige andere Projekte. Blaue Chips sind auch okay. Gott, das reicht. Lauf. So, also, wir stellen uns vor, Zug kommt von oben, läuft an den Schienen lang. Ja, es war nicht so wirklich eine tolle Abkürzung. So. Kommt hier lang, fährt hier lang und muss jetzt so halten, dass das von oben kommt ist. Wo ist die Bahnstation? Die Bahnstation ist von unten. Das ist nicht gut. Und die steht auch völlig doof. Die steht ein unter dem Strommast. Okay, das heißt... Ein unter dem Strommast auf der anderen Seite. Kacke.
Hier? Ich glaube hier. Du bist jetzt R2, gehen nach oben. Ja. Du bist R2, gehen nach unten. Okay. Dann gehen wir nach unten. Wir brauchen jetzt R2. Geh nach oben für den Fall später, dass der Zug runterfährt zu Öl 2, Öl einsackt und dann auf dem Rückweg bei Erz 2 hält. Dafür brauchen wir den Dingensbummens da, die Haltestelle. Jetzt gehen wir runter. Öl 2 braucht nur von oben kommend. Weil es kommt nur von oben, es gibt nichts dahinter. Und da brauchen wir einfach nur eine Schleife. Und wenn die Schleife da ist, ist alles gut. Okay. Wenigstens ein einfacher Plan. Das heißt, wir gehen hier runter, wir fahren hier durch, wir halten hier, genau, und dann macht er hier einfach eine Kurve. Oh, Alien-Traktor. Sorry, es muss zwischendurch sein, sonst wird das hier nie leer. So, und macht hier eine Kurve und dann ist alles gut. Und das mit dem nie leer ist gar nicht der Punkt. Es ist einfach nur Loot, den ich sehe. Den will ich aufsammeln. Du, da, du. Da kriegen wir das hin. Sieht komisch aus. Oh, es geht sogar auf. Können klappen, warte mal. Und die ganzen Löcher hier mal zu. So. Und mit etwas Glück, Schrägstrich Pech, fährt jetzt der Zug oben los und macht das, was er tun soll, weil er es jetzt machen kann, weil es die Schleife hier gibt. Aber ich. Die Übergänge sehen okay aus. Müssen wir testen. So, jetzt bitte so laufen, dass du nicht von dem Zug erwischt wirst. Und der Zug braucht eh eine ganze Weile, bis er hier unten ankommt. Das heißt, wir laufen hoch. Sehen nichts. Weil wir mal wieder vergessen haben, die Radarschüssel unten in der Hauptbasis zu setzen. Oh, das ist unser Zug. Hey, Zug. Wir haben gerade von dir gesprochen. Diesmal bist du doch nicht zerschellt, weil irgend so ein Verrückter mit dir Geschwindigkeit. Hey! Stopp, stopp, stopp. Wichtiger Punkt vergessen. Der Zug hält hier nur 5 Sekunden. Weil nicht so viel Zeug da ist. Um nicht zu sagen, gar nichts. Achso, du wartest auf dem Roboport, ne? Ja, sorry. Ich hab vergessen, einen mitzubringen. Läufst du? Du hast keine leeren Fässer. Ach, weil hier ein Ärmchen zerstört wurde, hä? Und weil wir keinen Strom da mehr haben. Probleme über Probleme. So. Ausweichen. Lass mich raus. So. Ein Laserturm. Bitteschön. Also, es scheint zu funktionieren. Okay, das heißt, der untere Kreislauf ist jetzt schon mal ein wirklicher Kreislauf und nicht ein Haufen Grütze. Wir gehen kurz hoch zu Erz 2, gucken, ob da alles koscher ist. Und ob sich Erz staut oder nicht. Wobei, so lange, wie ich jetzt hier rumgealbert habe mit den ganzen Einstellungen von der Bahn, das müsste sich auf jeden Fall stauen. Das Kupfererz, genau. Gucken einfach, ob es okay ist. Und wenn es okay ist, laufen wir hoch zu Home, setzen da die Signallampen und gucken dann, ob der Kreislauf unten immer noch so fährt, wie er fahren soll. So, kommt irgendwas an, was uns totfahren könnte? Nein. Das ist überschaubar. Und unten ist noch gar nicht aufgefüllt. Okay. Strom. Akkus füllen sich nicht wirklich. Habe ich Solarzellen eingepackt? Nö, warum auch? Okay. Roboport, Solarzellen. Eigentlich müsste der Zug uns jetzt entgegenkommen, oder? Jo, hallo Zug. Du hast Fässer dabei, die du gar nicht brauchst. Also die mittleren Waggons kann ich langfristig abhaken. Die werden immer befüllt sein mit den.
leeren Fässern. Problem, irgendwann hat er dann gar keinen Platz mehr, um vollen Fässer. Mist. Es ist schön, dass ich so viel dazulerne, was Züge angeht. Und es ist auch sehr schön, dass wir bald eine neue Welt anfangen, weil dann kann ich da alles von vornherein besser machen. Also merke, Gerogonde, Zukunft. Pro Containerwagen ein Rohstoff. Ein Container für leere Fässer. Ein Container für volle Fässer. Ein Container für Erz. Noch ein Container für Erz. Das müsste, glaube ich, okay sein.